Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Häkelstube. Ich möchte ganz gerne mit euch ein großes Schultertuch, Schal häkeln. Ob für den Sommer in Baumwolle, für den Winter in der Kuschelwolle, für jede Jahreszeit was ganz Besonderes, einfach gemacht, simpel gemacht mit so einem kleinen Lochmuster und meine Idee und Musterentwurf. Und ich hoffe, es gefällt, du möchtest dabei bleiben und wissen, wie das geht, von Kerstin bei kreativ-reich die Kekerplauderei. Und ich mache noch viel, viel mehr, nicht nur Häkeln, Stricken, Basteln, sondern für jeden Monat des Jahres ganz besondere Deko-Ideen für drinnen, für draußen, in Beton, in Edelrost. Upcycling, ganz, ganz wichtig. Es kann günstig sein, soll günstig sein, auch mein Gürtelbeutel ist klein. Und Upcycling ist immer toll. Vielleicht schaust du mal rein bei mir auf der Startseite in den Playlist. So, und jetzt häkeln wir zusammen. Und eine Häkelschule habe ich auch, falls du noch nicht häkeln kannst. Es ist ganz, ganz, ganz einfach zu lernen in meiner Häkelschule, Strickschule und sogar auch nähen. Was brauchen wir denn dafür? Also ich schlage vor die Wohlkeks in verschiedenen Farben, wenn du möchtest. Du kannst aber auch wirklich jedes andere Garn, jede Wolle nehmen, in kuschelig, in 100% Baumwolle und. Es muss nur immer passend die Nadel dazu sein. Das steht dann immer auf der Banderole. Bei dem Zeichen hier, da ist es eine 5. Die habe ich jetzt gekauft im Teddy. Das sind sie am günstigsten. Die Qualität stimmt und ist sowieso immer das Gleiche. Es wird ja nicht extra produziert. Nur die Banderole ist unterschiedlich. So sehe ich das. Du kannst, wie gesagt, jede andere Wolle, jedes Garn nehmen. Ob dünn oder dick ist egal. Dicke Wolle bist du schneller fertig, ist klar. Und dennoch passt das Muster, die Machart, bei jedem Garn. Gar kein Problem. Ich hatte jetzt hier schon mal angefangen, für den Winter in so einem melierten, und dann zeige ich euch den Anfang und wie es weitergeht. Es wird immer im gleichen Stil weitergehäkelt. So, noch eine kurze Erwähnung von der Häkelschrift. Ich habe hier mal die Maschen, die Stäbchen aufgelistet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind am Anfang. Ins erste Stäbchen kommen zwei Stäbchen dann. Ins zweite 1, ins dritte 1. Ins vierte kommen zwei Stäbchen. Dann kommen drei Luftmaschen. Ins fünfte kommen wieder zwei Stäbchen. Ins sechste 1, siebte 1, ins achte 2. Immer am Anfang kommen zwei Stäbchen in die erste Masche und in die letzte kommen auch zwei Maschen. Und in der Mitte, da wo die Luftmaschen sind, in die drei Luftmaschen kommen immer zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und dazwischen einzelne Stäbchen. Nur mal zur Erklärung. So, dann machen wir das mal zusammen. Ich habe jetzt eine neutrale Farbe. Das ist jetzt ein Rest von einem Wohlkek. Und das passt dann ganz gut. Wir machen vier Luftmaschen. 1, 2, 3. Ne, jetzt hat sie es gespalten, die Wolle. 1, 2, 3, 4. Das schließen wir mit einer Kettmasche zum kleinen Ring. Oder mit einer Öse. So, und in diesen, jetzt machen wir drei Luftmaschen. Am Anfang kommen immer drei Luftmaschen bei jeder Reihe.
Eins, zwei, drei. Und dann kommen in diesen kleinen Ring in die Mitte eingestochen 8 Stäbchen. Eins. Na, das stört. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht. Und dann hat man so einen Halbmond sozusagen. Es geht nicht ganz rum. Jawohl, es spaltet sich. Das ist nicht schön. Halbmond, ne? Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. In die erste Masche kommen immer 2 Stäbchen. Eins, zwei. Die erste Reihe hatte ich euch in der Häkelschrift gezeigt. Dann sind wir ein Stäbchen in die nächste. Ein Stäbchen in die nächste. Dann machen wir 2 Stäbchen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Das gibt das Lochmuster. Eins, zwei, drei. Und dann die nächste 2 Stäbchen. Eins, zwei. Dann machen wir wieder einzelne Stäbchen. 2 Stück, wie ich das gezeigt habe. Eins, zwei. Und in die obere Luftmasche immer 2 Stäbchen. Dann gibt das wirklich einen schönen Rand. So. Das ist der Anfang. Wenn es bei dir nicht so klappt und es kippt nach unten, das wird schräg, dann musst du nochmal ein Stäbchen dazu machen. Damit es wirklich hier eine gerade Kante gibt, dann mach halt mal hinten 3 Stäbchen hin, damit das schön gerade wird. So, und jetzt kommt eine Reihe, die wiederholt sich immer auf deine Größe. Anfang 3 Luftmaschen. In die erste Masche 2 Stäbchen. Es bleibt jetzt immer gleich. 1, 2. Dann kommen bis zu den Luftmaschen immer nur ein Stäbchen in die jeweils vorangegangene Masche. Immer nur ein Stäbchen ins Vorangegangene. Und dann kommen wir zu den 3 Luftmaschen. Das wird ja die Spitze, ne? So, und da müssen hinein 2 Stäbchen. Eins. Zwei. 3 Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Das gibt das Loch. Und nochmal 2 Stäbchen. Das ist immer gleich in die 3 Luftmaschen, kommen 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, dann bis zum Ende Stäbchen, immer 1. Und in die dritte Luftmasche vom Anfang. Immer 2 Stäbchen. Dann haben wir wirklich eine gerade Kante, zieht sich nach unten, häkelst du fester, dann kommen in die letzte 3 Stäbchen, damit das richtig schön gerade und ordentlich wird. Und das ist der Anfang. So geht es jetzt immer und immer und immer weiter, bis das Schultertuch fertig ist. Mein Ideenentwurf und Fertigung.
So, jetzt ist es schon sehr, sehr gewachsen und ich habe ein leichtes Muster reingebracht. Vielleicht seht ihr es so schon. Gekreuzte Stäbchen, Kreuzstäbchen, so wie man es nennen möchte. Nach 20 Reihen habe ich eine Reihe mit denen gemacht. Das habe ich euch mal hier aufgeschrieben. Natürlich aus Foto, da kann man einen Screenshot machen und dann geht das eher. Es ist ganz, ganz einfach. Ich habe hier noch ein kleineres Muster, weil das große einfach nicht ins Bild passt. Wenn du jetzt deine Reihe hast, bist vorne, dann machst du deine drei Luftmaschen. In die erste kommen wieder die zwei Stäbchen. Eins, zwei. Und dann geht es ganz einfach im Muster los. Du stichst nicht in die erste ein, sondern immer in die zweite, machst ein Stäbchen. Und dann gehst du einfach ein Stäbchen zurück. Immer von vorne nach hinten einstechen und ein Stäbchen. Eins frei, ins zweite einstechen und das Stäbchen und dann eins zurück. Und dann häkelst du bis zur Spitze in dem Muster weiter. Kommst du vorne als Pärchen aus? Das Geklacker ist gerade mein Hund. Der läuft alles hin und her von Fenster zu Fenster und guckt, was draußen los ist und will am liebsten raus. So. Wie gesagt, wenn du vorne an der Spitze bist und es kommt gut aus als Pärchen, dann verkreuzt du bis zur Spitze, bis zu den drei Luftmaschen. Wenn es nicht ausgeht, du hast eine übrig, machst du einfach eine einzelne, ein einzelnes Stäbchen. Das ist nämlich jetzt gerade auch bei mir und dann passt es wieder im Muster. So, ich bin jetzt bei der Spitze. Hier ist noch ein Stäbchen. Das mache ich. Und dann geht es weiter wie gehabt. Zwei Stäbchen in die drei Luftmaschen, Öse rein. Aussparung, drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Zwei Stäbchen auch hinein. Und weil ich jetzt ein einzelnes Stäbchen machen musste vorm Verkreuzen, mache ich natürlich auf der anderen Seite auch eins. Und dann verkreuze ich wieder eins freigelassen, erst ins nächste das Stäbchen, dann wieder eins zurück und bis zum Rand hin. Ist da eins nur übrig, eine Masche, dann halt erst da ein einzelnes Stäbchen und natürlich in die letzte wieder zwei Stäbchen wie gehabt. Und dann kriegt man so ein schönes Muster. Hier sieht man es noch besser. Und jetzt habe ich dann fünf Reihen nochmal drauf gemacht und jetzt mache ich, weil jetzt bei mir die Grau anfängt, auch gekreuzte Stäbchen in Grau dann weiter. Hier habe ich es dann nochmal aufgezeichnet. Drei Luftmaschen und die erste zwei Stäbchen. Dann wird verkreuzt und dann in die Luftmaschen, in die drei, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und hier unten steht das halt dann noch, wenn man nur eine Masche übrig hat, dann kommt halt ein Stäbchen hier und hier noch hin, damit es aufgeht. Nur, das ist so die Zeichnung dafür. Und zum Abschluss habe ich dann nochmal zwei Reihen mit den verkreuzten Stäbchen gemacht. Und so kann man dann sein Muster selber gestalten. Ihr seht, wie toll das Lochmuster in der Mitte aussieht. Und es war doch wirklich ganz, ganz einfach. So, jetzt ist es fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen, auch mit meiner Wollgarnwahl mit den Woolcakes. Oder du nimmst deine eigenen Farben. Ist ja immer ganz egal. Hauptsache man nimmt das, was einem gefällt, die passende Häkelnadel und dann geht's schon los. Weil dieses Muster, diese Art zu häkeln, macht, geht in jeder Größe. Und in jeder Garnart für den Sommer halt. Ein dünnes Baumwollgarn, das nur die Schultern schützt, vielleicht vor der Sonne. Und ansonsten was Kuscheliges. Und dann sage ich toll, tschüss, bis wieder mal. Schön, dass ihr da wart. Noch viel, viel mehr findest du immer auf meiner Startseite kreativ-reich.de, wie ich dir gesagt habe.
Und dann sage ich alles Liebe, alles Gute, schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin.